Haie und kleine Fische. Haie und kleine Fische. Haie und kleine Fische. Millionen Menschen verfolgten mit Spannung die sensationelle Geschichte aus dem Zweiten Weltkrieg in der Zeitschrift Quick. Der Bestseller, in viele Sprachen übersetzt, zählt zu den meistdiskutierten und umstrittenen Romanen der letzten 10 Jahre. Nun wurde das Buch verfilmt. Es wurde zum aufsehenerregenden Marinefilm des Zweiten Weltkrieges. Was sind das für Kerle? Das sind unsere Seekadetten. Einige der kleinen Fische. Ihre Geschicke sind der Mittelpunkt der mitreißenden und packenden Geschichte um die heroischen Männer der deutschen U-Boot-Waffe. Der große Hai und die kleinen Fische. Ja, die kleinen Fische. Das seid ihr. Und er wird euch fressen. Uns alle wird er fressen. Uns alle. Das ist der Seekadett Teichmann. Gespielt von Hans-Jörg Fellner. Den Korvettenkapitän Wegener verkörpert Heinz Engelmann. Verstehen Sie was von Frauen? In einer interessanten Charakterrolle erleben Sie Mehdi Rahl. Ich weiß die Medizin für dich. Die sympathische Frau des Korvettenkapitäns Wegener ist Sabine Bethmann. Ich habe den leisen Verdacht, dass Sie noch nie in Ihrem Leben eine Bowle angesetzt haben. Der U-Boot-Kommandant Lüttke ist eine neue, großartige schauspielerische Leistung von Wolfgang Preis. Ich muss wissen, warum dieser Angriff möglich war, ohne dass wir uns wehren konnten. Sie müssen doch sowas wie Motorengeräusche gehört haben. Ich habe nur beim Abflug welche gehört, nicht beim Anflug, Herr Kapitän. Haben Sie welche gehört? Jawohl, Herr Kapitän, aber erst als die Bombe ausgelöst war. Vorher hatte das Flugzeug seine Motoren abgestellt. Das ist doch Quatsch. Wie wollen Sie denn so etwas wissen? Sie können höchstens sagen, ich, der Fähnrich zur See, so und so habe keine Motorengeräusche gehört. Aber Ihre eben gemachte unqualifizierte Behauptung verbitte ich mir, verstanden? Jawohl, Herr Kapitän. Ich werde den Vorfall zur Meldung bringen. Folgen haben Sie zu tragen. Ich trage Sie, Herr Kapitän. Sie. Was Sie tragen oder nicht, ist mir wurscht. Sie wissen ja gar nicht, um was es hier geht. Wenn das stimmt, was Sie eben sagen, dann können wir unsere U-Boote verschrotten. Dann ist der Krieg für uns aus. Dann können wir uns alle bei mir zum Kartoffelschälen melden. Versteht ihr Idioten das denn nicht? Eine schicksalsumbitterte Figur ist der Leutnant zur See Heine, verkörpert durch Horst Frank. Also Mädchen, Schopenhauer, der lehrt weiter. Mit dem Mädchen, da hat es die Natur auf das, was man im dramaturgischen Sinne einen Knalleffekt nennt. Hey! Ist das der Mannschaftsraum? Wollen Sie dich in Laufen lassen, Kleiner? Was meinst du? Wo kommst du denn her? Aus Böblingen. Den Humor vertritt Seekadett Vögele, dargestellt von Ernst Reinhold. Den verhassten Leutnant Pauli spielt Siegfried Lowitz. Wolfgang Wahl als leitender Ingenieur ist der beliebteste U-Boot-Offizier. Herr Kapitän. Was geht's? Herr Kapitän, die Batterien der E-Maschine sind so gut wie leer. Wir befinden uns jetzt immerhin seit über 16 Stunden unter Wasser. Was wollen wir jetzt machen? Auftauchen. Was? Ja, ich hier unten verrecke, tauche ich dort überall auf. Ein Film, der jeden angeht. Lieber Gott, bring sie zurück, kleinen Fische. Ewig ist das Meer. Haie und kleine Fische. Haie und kleine Fische. Haie.